natürlich, natürlich, natürlich. Felix ist doch mit von der Partie. Und Model. Und natürlich der Lars in die Pause. Ich kann mein Glück kaum glauben. Yeah, ich werde mir heute einen reinschrauben. Denn es ist schließlich Dienstagabend. Herzlich willkommen zur neuen deutschen Anmoderhaltung. Hallo. Hallo, was ist denn? Guck mal, hier eine echte Hand. Hi! Hallo Andreas, bist du da? Hallo Lars, da? Boah, wie geht's dir? Heute? Guck mal, hallo! Geht's? Geiler Gimmick hier mit der kleinen Sache und so, dem großen. Ja, ja. Nicht schlecht! Hallöchen, das war die neue deutsche Schelle. Ist die neue deutsche Schelle? Klingt ja wieder fantastisch heute. Hannes und Felix. Ach so heißt die? Yes. Hab ich mich immer gefragt, wie ihr euch heißt. Stand im Infosheet. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Zuschauer. Hashtag NDA, das ist quasi euer Sprachrohr zu uns, damit wir hören, was ihr zu sagen habt auf Twitter oder im Chat. Ist sogar schon geöffnet hier. Könnt ihr jederzeit natürlich mitfiebern, was heute so ansteht und schreiben, was ihr wollt. Guck mal, hier sind Herzen. Andreas, liest ja. Du mal eins vor. Du beschwerst dich ja immer, dass ich einen negativen heute Kommentar mit Spiegelblick, vorlege. Herz. So, hä? Die treten heute mit Spiegelblick, lese ich da zum Beispiel. Ja. Und Herzen NDA, ja? So starten wir doch mal in die Sendung. Nicht immer du, der den einen Negativen dann rausliest, ne? Ja, die Zuschauer haben jetzt quasi schon die ganze Sendung aufgesagt, was heute drankommt. Aber wir können es gerne nochmal wiederholen. Von hinten fangen wir an. Später live hier Spiegelblick. Ja. Habt ihr gerade schon gehört. Eben ganz schon geil. Beim Soundcheck, ne? Fand ich richtig geil im Soundcheck. Ja. Sehr schön, aber das sind natürlich nicht unsere einzigen Gäste. Heute geht es nämlich richtig rund, was Gäste angeht. Wir haben da motherfucking Paul Ripke. Ja. Geil. Starfotograf, sag ich jetzt mal. Kann man wirklich sagen. Und natürlich den unglaublichen Dr. Christian Rätsch. Auch sehr geil. Ethnopharmakologe. Was genau das wird, das müssen wir uns dann später natürlich genauer anschauen. Wir haben viel Zeit mit diesen beiden Gästen hier im Bällebad oder auch davor zu verbringen. Außerdem hat Gunnar zusammen mit Uke einen 24-Stunden-Marsch hinter sich gebracht und welche Verletzungen da quasi rausgekommen sind, das werden wir auch noch sehen. Ja, es ist ja schon über Social Media geteilt worden, das Foto von den Ukes Füßen. Das lässt wirklich nur das Schlimmste erwarten. Voller Blasen, voller blutiger Zehen. Und wir haben natürlich noch ein ganz besonderes Schmankerl, das können wir jetzt schon mal sagen. Denn nächste Woche machen wir die große Klassenfahrt aufs Klimansland und auch die Neue Deutsche Abendunterhaltung wird auf dem Klimansland stattfinden. Und nicht nur das, sondern die wunderbare Julia Krüger ist auch dabei. Und ihr könnt live dabei sein. Ihr könnt vor Ort sein, ihr könnt uns besuchen, könnt live bei der Aufzeichnung dabei sein. Und sogar partizipieren, denn wir machen eine Spielerei namens Altes für ein Kaltes. Und da könnt ihr eure Schätze mitbringen, das, was ihr zu Hause habt, wo ihr sagt, oh, das nehme ich mal mit aufs Klimansland, das soll der Finn irgendwo verbauen. Egal, was es ist, alte Fundstücke, historische Sachen, Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Das bitte alles mitbringen nächste Woche. Und haben wir da den Internet-Link? Genau, der kam gerade. Und dann könnt ihr uns live sehen. Und was gibt's da zu gewinnen? Ja. Bier oder was? Ja, schön kaltes, ne? Also, okay. Ja. Und wie man sich da anmelden kann und so, das ist alles geklärt. Genau, einfach mal auf Klimansland. Ihr müsst auf jeden Fall Burger werden vom Klimansland. Ist lustig, dass du immer Burger sagst. Ich dachte vorhin, das sei ein Gag, aber du kannst es ja wirklich nicht anders. Wie heißt das? Burger? Wie? Burger? 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 Ja, ja. Ja, sag du es doch mal. Burger! Burger? Also du sagst halt immer Burger. Burger. Wir fragen den Chat, der gibt mir bestimmt recht. Ach, ja, okay. Ich habe halt noch eine leichte ostdeutsche Einfärbung, ne? Ja, ist aber okay. Das macht überhaupt nichts. Ich freue mich drauf. Riesensause. Nächste Woche Ferienlager auf dem Klimansland. Und Live-Publikum bei NDA. Auch mal gespannt. Ne? Ja, kann man live verfolgen, wenn Gags nicht zünden, ne? Ja, mal was anderes. Als immer nur über den Bildschirm überträgt sich das ja oft nicht so, ne? Das erste Mal, dass mehr Personen als Kameras im Raum sind. Also, oh ja. Wir haben wirklich... wir sind wirklich sehr gespannt auf nächste Woche. Jetzt sind wir erstmal sehr gespannt, wenn du da nicht mehr groß was zu sagen hast. Wir haben ja einen pickepacken vollen Plan. Ich habe ja noch nicht mal die Akte rausgeholt. Ich hole die Akte jetzt raus und öffne die Akte, denn jetzt kann die Sendung richtig losgehen. Jetzt wird es nämlich richtig fetzig. Ich freue mich nämlich auf unseren ersten Gast sehr besonders, weil er wahnsinnig sympathisch ist. Er ist ein Top-Fotograf. Ich habe ihn schon länger jetzt verfolgt. Du bist... Ja? Achso, ich muss dazu rappen jetzt. Und bin deshalb sehr froh, dass er hier ist. Außerdem kommt er
aus meiner Heimatstadt. Aus L.A.? Yes, man. I'm coming from L.A. So, und deswegen, okay, herzlich willkommen, Paul Ripke. Hi, Mann. Alles gut? Hallo. Darf ich dich schon mal ins Bällebad bitten? Ja, Bällebad bellen. Nur wenn ihr mitkommt. Ich komme mit. Ja, das verspricht. Wo ist denn der Kleine? Kleiner, kommst du auch? Mit? Ja. So, hier. Genau, in die Mitte. Das ist echt hart. Aber ist es nicht gemütlich? Ist das nicht eine fetzige Idee mit dem Bällebad? Ob ihr unseren Drogenfreund da reinkriegt, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir haben schon eine Absage bekommen. Aber wir finden irgendeine Alternative. Würde ich auf jeden Fall schon mal vorschlagen. Du kommst aus Heidelberg, oder was? Ja, ich komme aus Heidelberg. Beziehungsweise, ich komme aus der Nähe von Heidelberg. Kennst du Eppingen? Das ist nicht in der Nähe von Heidelberg. Das sind 40 Minuten von Heidelberg. Ja, also sorry. Das soll Mensch, ich habe dir schon oft genug gesagt, dass ich aus dem fucking Dorf komme. Ja, ich dachte jetzt mit dir einmal so eine kleine Connection von Anfang an, weißt du? Nee. Ich habe da studiert. Ja, das ist Schwaben, das ist ein ganz anderes Bundesland. Nein. Ja, Baden-Württemberg, aber die Schwaben, okay, also sorry. Okay, hey. Ich habe da studiert, 3 Jahre. In Heidelberg. Mhm. Wo hast du gewohnt? Am Bismarckplatz. Ja, das ist gut. Stark, herzlich, du bist okay. im Club drin. Ich bin drin. Ja, Wohnort ist ein ganz gutes Stichwort. Und zwar wollte ich sagen, unabhängig davon, dass du ja tatsächlich... Ich will den treffen, einmal. Hier werden übrigens gerade 22 Kameramänner abgeworfen. Und keiner, ich will einmal treffen, das kann doch nicht sein. Nee, vorsichtig, okay, wen genau wolltest du treffen? Kameras? Die Kamera da. Okay. Wir haben nur 120 Mitarbeiter, muss ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ja, ihr seid 120 Leute hier. Alle Studenten, oder? Alle Studenten, alle mega talentiert und vielseitig. Mega. Sieht das hier etwa nach einem Studentenfernsehen aus? Absolut. Qualität hier? Absolut studentisches Projekt. Ja, unverschämt. Aber super. Ja. Ich freue mich ja. Das hoffe ich doch. Du wohnst in L.A., aber unabhängig davon kann man sagen, oder inwiefern würdest du sagen, lebst du gerade so ein bisschen den American Dream? American Dream, weiß ich nicht, aber ich lebe den Traum eines 12-jährigen Heidelbergers. Ja. Nämlich den ganzen Zeit Schwachsinn machen und irgendeinen Scheiß machen, in einem Bällebad sitzen. Ja, das ist Highlight. Leben, ne? Und das ist schön am Fotograf sein, dass man ja immer in so Welten eintauchen kann und wieder rausgehen kann. Mhm. Und ich habe das Glück, dass irgendwie durch irgendeinen Zufall das ganz gut läuft und ich ganz lustige Sachen sehe, sagen wir es mal so. Also ist es so, dass du manchmal aufwachst jetzt im Bällebad und irgendwie dich fragst, wie bin ich da hingekommen? Also, oder weil das war ja nicht irgendwie so, du hast jetzt keine Fotografenausbildung gemacht, sondern du bist durch viele lustige Zufälle und durch eigenes Engagement und so weit gekommen, wie du gekommen bist. Stellt man sich da manchmal solche Fragen, wie mache ich das überhaupt oder was geht hier eigentlich ab? Mega oft. Also warum das so ist, keine Ahnung. Aber also ich bin schon froh, dass ich jetzt nicht eine Dönerbude habe oder sowas, aber ich glaube, ich werde auch glücklich. Du wärst auch ein guter Dönerbudenbesitzer. Bin nicht so schlau tatsächlich. Ja. Und Dumme werden ja immer schneller glücklich insofern. Ja gut, das ist schon aber noch eine Gemeinsamkeit. Wir kommen uns immer näher. Du sagst ja auch, dass du kokettierst ja immer so ein bisschen mit diesem ja etwas trotteligen Image, hast du es immer genannt, und sagst auch, dass du eigentlich viel Glück hattest bisher im Leben. Wie glaubst du, kam das dazu? Das richtiges Timing, immer am richtigen Ort, genau, die Timing richtigen ist, Leute, glaube ich, kennenlernen. Das Hauptding. Ich habe es halt schon auch relativ lang gemacht. Also so ich habe mit 20 angefangen, wirklich schon von einem Hip-Hop-Magazin zu fotografieren. Und dann kennt man viele Leute. Und irgendwann ist halt die gesamte Menge der vielen Kontakte führt dann irgendwann zu irgendeinem Erfolg. Aber ehrlicherweise, also zum Beispiel einer der großen Sachen war, dass ich bei der Fußballnationalmannschaft dabei war, 2014 in Rio. Und da, dass die da gewonnen haben, damit habe ich wirklich gar nichts zu tun. Das muss ich schon auch ehrlicherweise zugeben. Und das ist natürlich dann nicht mehr. Das ist dann nur noch Glück. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich Viva Con Agua unterstütze. Danke. Was ein Zufall. Michael Fritz hier von Viva Con Agua. Wie kommt der denn hier rein? Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich mitgebracht. Was passiert als nächstes, frage ich mich da. Ne? Das ist ja fantastisch. Wobei du jetzt gerade von Glück gesprochen hast bei der Sache, aber da kommen wir dann wieder so ein bisschen zur Hartnäckigkeit. Magst du mal die Geschichte erzählen, weil man viele unterschiedliche Fakten da liest, wie du in die Kabine in Rio gekommen bist von unserer nationalen Medien. Also Fakt ist, dass ich habe angefangen hier in Norderstedt, nördlich von Hamburg, in einem Studio die Freisteller von Gartenzwergen mit DFB-Logo zu fotografieren, also vorweise Produktfotos, für die ich, glaube ich, 21 Euro damals gekriegt habe. Und dann habe ich die so lange genervt, dass sie dann irgendwann mich ins Trainingslager mitgenommen haben, mit einer ganz anderen Art der Fotografie, mit einer Reportagefotografie, mit einer kleinen Kamera quasi den Moment festzuhalten, den die da erleben. Und habe dann sehr genervt, ob ich mit nach Brasilien darf, das ganze Turnier. Es hat leider nicht geklappt, aber dann nach dem Halbfinale standen die Sterne ganz gut, da haben sie angerufen und gesagt, komm mal rum. Was so wirklich geplant war, weiß niemand so richtig. War so eine Mischung aus, ich glaube, wir wollten
vielleicht nur ein paar Partyfotos danach machen oder vielleicht die Rückreise, aber dann saß ich ganz gut auf einmal und dann habe ich mich ein bisschen durchgesneakt und auf einmal war ich dann auf dem Rasen und dann ist es tatsächlich so, das konnte ich... Das war nicht geplant oder was? Nein. Und also ich habe auch Stadionverbot. Das war's wert, okay. Und habe auch wirklich 21 von 27 Regeln gebrochen, die es da gibt für Fotografen. Insofern, das war schon, das kann man nur einmal machen im Fußballstadion, das hat auch Bock gebracht und da habe ich sehr, sehr viel geübt davor, mit der Musik auf Bühnen irgendwie zu stehen und dann bin ich da so durchgesneakt, ich sehe auch da wieder ein bisschen trottelig aus, niemand wusste so richtig, was da passiert und bis sie es wussten, war es halt schon vorbei sozusagen, aber ich kannte auch die Spieler ganz gut und die haben dann alle so, mach mal ein Foto und dann da traut sich dann niemand mehr, also so ich habe das Glück manchmal mit sehr berühmten Leuten durch die Gegend zu laufen. Und wenn man neben denen mitläuft und mit denen intensiv redet, dann wirst du nirgendwo mehr, also mit Sido jetzt am Samstag sind wir über Splash gelaufen und der hatte gar keinen Pass, der hat zu jedem Security immer nur gesagt, guck mich an. Mhm. Und jeder lässt den natürlich durch, obwohl er gar nicht erkennt. Sag ich auch und dann komme ich halt nie rein. Ja. Das ist das Problem. Ja. Aber ja. Ja. Um schon mal, was so du gerade angesprochen hast, du umgibst dich mit vielen bekannten Leuten, vielleicht können wir schon mal so ein bisschen auf deine Homepage schauen und da ein paar Fotos anschauen. Ich weiß es selbst nicht. Aha, da sind doch die ein oder anderen bekannten Leute. Das Who is Who. Auch bei den Zetschen, absoluter Superstar der Rockmusik. Bei den, aber jetzt müssen wir, glaube ich, vorsichtig kommen, da kommen nämlich ein paar Brüste gleich zu sehen. Ja, absolut. Auch den Nationalspielern kommst du ja auch sehr nah, also fast so nah wie sonst nur ihre Scheinfrau, so ungefähr. Du warst auch mit den Toten Hosen länger unterwegs und hast dann im Interview gesagt, mit Blick auf die Fotos, die da entstanden sind, man muss auch als Fotograf am Glas gut performen. Vollgas. Abends. Was meinst du damit? Also die Hälfte meiner Beziehungen sind tatsächlich Saufbeziehungen, die habe ich mir ertrunken. Mhm. Deswegen bin ich auch so fett und das ist aber okay. Also das hat wieder geholfen. Ja. Ich bin ein guter Trinker, ich kann mich gut verbrüdern. So. Ja. Also Materia, mein bester Freund zum Beispiel, dem ich auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, muss ich sagen, weil der wiederum auf FIFA war, auf einem Computerspiel, ich glaube 12 oder sowas. Mhm. Und dann alle Fußballer das gezockt haben und alle wussten, wer Materia ist und ich deswegen immer ein Intro hatte und jedem sagen, ich bin der Typ von Materia. Mhm. Und dementsprechend hat es gut geklappt und Saufen ist halt immer in Deutschland ja absolut akzeptiert als Verbrüderung und dass man sich immer trifft zum Saufen und das ist meine absolute Empfehlung an die Jugend, wenn ihr erfolgreich werden wollt, egal in welchem Beruf, fangt an zu saufen. Je jünger, desto besser. Früher, desto besser. Absolut. Du warst super tatsächlich zum Thema heute, Drogen. Du wurdest auch mal früher beim Dealen erwischt. Wie ist das passiert? Was hast du angestellt, dass sie dich erwischt haben? Ich habe ein bisschen mit Haschisch gedealt und habe dann 2 Jahre Bewährung gekriegt. Ja, aber wie hast du dich dann erwischen lassen? Die haben mein Telefon abgehört. Ich habe nicht gekifft selbst. Also ich war geschäftsmännisch unterwegs sozusagen. Ja. Und dann wurde ich erwischt. Dann kam da so ein komisches Spezialkommando nach Hause und haben aber nichts gefunden bei uns. Und ja. Ach. Ja, hast du, hast jetzt, also wir haben jetzt eben schon gesehen, richtig viele Stars getroffen. Durch Connections gibt's jemanden, wo du trotzdem noch sagen würdest, okay, mit dem würde ich schon gerne ein Fotoshooting machen. Gibt es da jemanden auf deiner Liste? Jay-Z. Auf jeden Fall Jay-Z. Aha. Und naja, Barack Obama wäre schon auch ganz okay. Was würdest du mit Jay-Z machen, wenn du sie aussuchen könntest, mit ihm irgendwie auf ein Hochhaus? 24 Stunden mit ihm verbringen in seinem privaten Umfeld, wie es echt ist. Also wirklich überall einfach dabei sein und alles fotografieren und filmen dürfen, was geht. Ist das generell deine Strategie, dass du eher die Leute in einem echten Umfeld sehen willst? Und was ist so mit Dougie zum Beispiel? Also viele fragen ja, wie bist du zum Kontakt mit Materia gekommen? Und so, mich interessiert vielmehr, wie du Dougie kennengelernt hast. Über ihren Typen, Eugen. Mhm. Und ich finde die ja tatsächlich, also ich weiß, dass immer wieder Leute die scheiße finden, aber ich finde die mega nett und ultra talentiert auch in dem, was sie tut. Und komme super mit ihr klar. Sie fragt mich manchmal, ob ich ein Foto machen kann, dann mache ich ein Foto. Und das ist mega cool, so wie sie ist. Und ich finde sie sehr, sehr fleißig. Und das finde ich immer viel, viel besser als die ganzen Hip-Hop-Heads, die dann meinen, darüber urteilen zu müssen. Und da muss ich tatsächlich, also für die würde ich eine Lanze brechen. Jetzt, die Videos sind jetzt nicht so, dass ich mir die täglich angucke, aber sie als Mensch ist ultra nett. Der Typ Eugen ist mega nett. Ich war jetzt gerade 5 Tage mit denen auf Mallorca und so, mega, also sau nett und sau engagiert und kümmern sich und ist viel, viel mehr wert als, glaube ich, was anderes. Hast du dir von denen auch so ein paar Social-Media-Tricks abholen können? Weil du bist ja auf Social Media auch wahnsinnig aktiv. Also was, das heißt Tricks? Für mich ist es ultra interessant. Also ich finde es tatsächlich so, also da saßen wir zum Beispiel, ich denke ja manchmal über Musikvermarktung mit Materia und bla bla. Und Dagi sagt dann sofort so, ja, Ed Sheeran hat einen Snapchat-Filter 3 Tage bevor der Song rauskam mit dem da. Und ich war so, warum haben wir das nicht? Also so in meinem Leben, ich habe schon Probleme, Snapchat zu benutzen, weil ich so alt und uncool bin. Und dementsprechend, also so natürlich ist es für mich hochinteressant, so jemanden zu sehen. Und ich finde es, also das finde ich auch tatsächlich, die hat diese Pop-Up-Stores gemacht und verkauft da selber die Klamotten und ist da am Start und hat die ganze Zeit, das war eine Woche davor, die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie man das alles machen kann.
das ist schon ganz cool, wie sie das so machen und wie sie das und was Ähnliches habe ich auch immer versucht mit meinen Büchern, dass man sich selbst kümmert. Weil wenn man sich selbst nicht kümmert, wird es nie. Also es gibt eben kein Star-Sein mehr, glaube ich. Oder, also ich bin kein Star, aber Dagi ist ein Star, ohne dass man sich selbst wirklich darum kümmert. Können wir vielleicht nochmal irgendwie auf die Homepage schauen? Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht wirklich was angesprochen. Vielleicht hast du irgendeine Geschichte zu einem der Fotos, die du da siehst, erzählst. Wir haben eigentlich Werbung, ne? Wollte ich nur mal sagen. Gleich. Da sind wir noch ein bisschen unbedingt. Irgendeine Geschichte ist immer, muss ja schon, irgendwas muss euch interessieren. Links gerade ist Materia, das allererste Shooting. Ja. Das war so der Moment, wo ich wirklich, kannst auch gerne draufklicken, wer auch immer da ganz die links, Maus genau, bedient. Ja. Mhm. Genau, ist der Photoshop auch dabei. Das war, ne? Das ist eine Papiermaske. Also, das ist tatsächlich so eine Polygonmaske, okay, die gebaut haben. Und wir sind dann, wir haben damals, hatten wir 1200 Euro Produktionsbudget für das ganze Media-Work, was sehr, sehr wenig ist. Und das haben wir genommen, sind irgendwo nach Spanien gefahren und haben da einfach Fotos gemacht und sind zu zweit durch die Gegend. Und es war so zum ersten Mal, dass man, und am Ende haben wir dann zum zweiten Album eine Weltreise gemacht, wo wir komplett 5 Wochen durch die Welt geflogen sind. Und es ist einfach heutzutage viel, viel geiler, wenn man in kleineren Teams direkter was macht. Also ich meine, ihr macht hier auch gegebenenfalls in einer Hinterhofatmosphäre Fernsehen und braucht eben kein riesengroßes Fernsehstudio mehr. Ja. Das finde ich immer viel, viel attraktiver und das versuche ich da auch immer. Also je länger ich das mache, desto kleiner arbeite ich und desto, also jetzt mache ich gerade Formel 1 zum Beispiel und Lewis Hamilton ganz viel und da bin ich ganz allein und ich habe nur noch einen Mitarbeiter, davor hatte ich 18 vor einem Jahr und das ist viel, viel angenehmer, viel geiler. Hast du da ein bisschen Schiss, wenn du viele Sachen auf Instagram postest, dass das Leute irgendwie klauen oder so heutzutage oder ist das überhaupt nicht dein... Clown ist auch eh völlig egal. Also, ob irgendjemand. Kann ja jeder machen, was er will. Also, es kann ja jeder ein Foto am Ende. Es ist ja gar nicht so einfach, dann so nah ranzukommen an manche Leute. Und deswegen mache ich mir eh. Also, ich bin ganz gut gebucht. Ich kann meine Familie davon ernähren, immerhin an einem ganz coolen Ort leben. Und es gibt so viele Jobs für auch andere Leute, die auch gerne gut gebucht werden können. Und so, und alles cool. Eine Frage hätte ich noch, weil du ja jemand bist, der mehr oder weniger ein Quereinsteiger ist und du sagst ja auch immer, ich habe eigentlich noch nie einen Film entwickeln lassen und bin so diese klassischen Kameras gar nicht gewohnt. Wie sehen das so die Kollegen? Also hast du da irgendwie das Gefühl, irgendwelche Puristen, die vielleicht sagen, oh, der hat das nie richtig gelernt oder ist das eher freundschaftliche Szene? Ich hab, sagen wir es mal so, ich habe irgendwann mal so eine Sache, die hieß Life of Paul, das waren so bescheuerte Making-ofs, wo ich so 40 Episoden gibt es dann davon, wo wir so Schwachsinn gemacht haben. Da haben schon alle gesagt, warum machst du das nicht? Du brauchst eine richtige Mappe, du brauchst die Arbeit. Mhm. Ehrlicherweise hat es in den letzten 10 Jahren von der Arbeit des Fotografen, von den echten Fotos ging es hin zu Image, Verarbeitbarkeit, Nähe zu irgendwelchen Leuten und so. Also es ist eben nicht mehr relevant, wie gut das Foto ist, sondern es ist eher, wie angenehm der Ablauf ist und so weiter. Und da muss ich sagen, ist es halt sinnvoller gewesen irgendwie. Und mit, also die damals am meisten gemeckert haben, die arbeiten gar nicht mehr heute, muss ich sagen. Insofern hat mir da, glaube ich, die Zeit recht gegeben. Noch eine kleine Abschlussfrage, was der nächste Shoot, weißt du das schon? Wen wirst du als nächstes begleiten? Ja. Lewis Hamilton nach Silverstone machen. Alles klar, können wir uns darauf freuen. Nein. Auf Instagram folgt diesem Mann. Cool, dass du da warst, Paul. Vielleicht triffst du noch einmal. Genau, komm, 2 Versuche gebe ich noch 3. Okay. Sehr schön. So, und wir müssen jetzt einmal ganz kurz in die Werbung gehen. Danach kommt aber Dr. Christian Rätsch, auf den wir uns alle sehr freuen. Außerdem gibt es eine Hammermatz von Gunnar und Uke. Und es spielt später noch die fantastische Spiegelblick. Und darauf freuen wir uns alle. Jetzt kurz in die Werbung und bis gleich. Danke, Paul. Schick es mir zu. Boy, schieß ein Foto von deinem Skrotum und schick es mir sofort zu. Ich will ein Closer. Schick es mir einfach zu. Mach ein Foto von deinem Hoden und schick es mir einfach zu, schick es zu über WhatsApp oder Mail. Das ist nur freundschaftlich, das ist nicht gay. Thank you.
es macht Brumm, Brumm. Ich fahr mit meiner Karre in den Sonnenuntergang mit dir in meinem Arm. Im Video, Fernsehen läuft am Damm. Wir haben die 80er Jahre und meine Frau hat eine Dauerwelle. Yeah, ich fahr mit meinem Wagen in die Nacht. Anna ist und Felix, ganz fantastisch. Geht auch noch eine Weile weiter. Ja klar, ist doch geil. Aber ich sag trotzdem schon mal herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Das seid ihr. Das ist Hannes, Felix, Herzen, kleiner Andreas. Fahren in meinem Wagen, der neue Song von Hannes und Felix. Ganz fantastisch. So, wir hatten eine schöne erste Runde hier mit Paul Ripke im Bällebad. Aber uns erwarten natürlich noch weitere Highlights. Andreas, was ist denn der nächste Tagesordnungspunkt? Ja, Gunnar und Uke haben eigentlich das Menschenunmögliche mal wieder versucht. Und zwar hieß es Mammutmarsch. 24 Stunden hatten sie Zeit, um 100 Kilometer zurückzulegen. Das Ganze passierte zwischen Berlin und Polen, wo man sagen muss, da sind Deutsche auch früher schon mal schneller rübergekommen. Aber gut, das ist 24 Stunden hatten die Zeit, um das zu schaffen. Und es war eine sehr haarige Angelegenheit. Ja, wir sehen hier Ukes Fuß, ist das, glaube ich. Oder? Das war vor der Wanderung. Ja, das war vor der Wanderung, genau. Für unsere Fußfetischisten. Es bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung, um so eine Challenge anzugehen. Und ich glaube, wir schauen mal rein in den ersten Teil. Das ist mir gemein. Was machst du da gerade? Ich schmier mir die Schenkel ein. Man sich da nicht so reibt. Muss ich mir das jetzt auch meinen Schenkel einschieben? Wie machst du das? Ganz? Ja, die Schenkel, da wo es dann reibt. Also die große Problematik mit mir und Gunnar ist, ne? Immer wenn ich mich langweile, habe ich vielleicht mal irgendeine lustige Idee. Aber egal, was man Gunnar erzählt, Gunnar sagt doch, ja, machen wir! Ja! Also da gibt's so ein Ding, das nennt sich Mammutmarsch, da läuft man 100 Kilometer in 24 Stunden. Warum, fragen die meisten Leute, ist das für Charity? Nein, ich muss aber ganz dazu sagen, ich habe total die kaputten Knie. Die tun mir jetzt schon weh, ich habe auch kaputte Füße. Deshalb war ich auch nicht bei der Bundeswehr, weil ich so kaputte Füße habe. Das ist eine richtig dumme Idee, das zu machen, überhaupt zu machen. So, also was haben wir eingekauft? Klunche kann man gut lutschen, gibt sehr viel Energie, altes ostfriesisches Mittel. Und hier alles Performance-Essen, alles für Performance. Ja, und das ist unser Essen für die nächsten 26 Stunden. Für die nächsten 2 Stunden. Ich finde es schon gut, dass wir das machen, aber das ist von vorne bis hinten eine saudumme Idee. Ja, und deswegen haben wir auch meinen Bruder auch gefragt, ob er mitkommt, dass der uns unterstützen kann. Tilo ist für mich so eine Wildcard. Man weiß nicht, ob er gleich in goldenen Leggings ankommt oder total vernünftig ist. Der heißeste Tag des Jahres bisher. Und wir gehen jetzt erstmal 100 Kilometer laufen. Victoria Park, schöne Weide. Ist das alles, was ihr dabei habt? Hey! Hey! Was hast du denn mit? Ja, Nudeln und alles. Für Nudeln. Nudeln. Brauchen wir die nicht? Wir haben viel zu wenig Essen dabei, glaube ich. Tätigkeit ist Schlange stehen. Mhm.
werden wir diese Beute je wieder sehen. Das ist ein Cliffhanger. Wir sind jetzt 5 Minuten vom Start ungefähr. Ja. Ich bin motiviert. Ich bin tatsächlich mega motiviert. Ich habe mega Bock jetzt. Auch wenn meine Knie jetzt schon sagen, was soll das? Nein. Der Gang zu Kaisers heute war schon schlimm genug. Warum müssen wir das jetzt machen? Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock. Ja, 100 Kilometer liegen jetzt vor uns. Glaubst du, dass du es schaffst? Nee. Also wenn ich jetzt mal realistisch bin. Also noch einmal. Natürlich, oder? Ey, Kilometer 10 ist die 100 Kilometer des kleinen Mannes. Hier sind wir jetzt. Wir laufen jetzt also erst nach rechts, dann quasi so um den See rum. Der erste Streckenposten ist schon nach 16 Kilometern. 16 Uhr ist jetzt. Ja. Wir starten. Genau. Okay, Countdown. 7, 6, 5, 4. Geil! Wir haben es geschafft jetzt schon. Es sind nicht mehr 100 Kilometer, die wir laufen müssen, und noch 99. Warum hat er denn so ein Stück Holz? Ja. Hast du schon jemanden kennengelernt? Holger? Ingo? Tio? Timo? Tilo? Nee, aber wenn ich mich so umschaue, vielleicht später. Okay. Ist was dabei, ja? Ja. Ich habe auch schon ein paar Leute entdeckt, die ich gerne kennenlernen würde. Der Mann mit dem Stock. Ja, warum hat er diesen Stock? Ja, wir sind 2 Stunden gelaufen, körperlich, also ich kann ja schon mal sagen, bei mir ist es das Knie jetzt gerade und der 4. Zeh am linken Fuß. Was bei dir? Probleme? Probleme? Knie sind gut. Ibo wirkt, die Fußballen brennen ein bisschen. Ja, bei mir ist auch das Knie, das rechte ist ein bisschen, macht ein bisschen Schmerzen. Aber das ist auch so abschüssig hier. Es geht aber auch noch. Und ja, unter den Füßen natürlich machen sich langsam die ersten Blasen ordentlich voll mit Wässerchen, ne? Ja. Ja, wir melden uns dann wieder in der nächsten Stunde oder wenn irgendwas Krasses passiert, ne? Wuhu! Könnt ihr mich mal in die Brennnesseln hier schubsen? Nee, bitte nicht. In der Badeanstalt Müggelsee und kommen zur ersten Station. Aber wir laufen gleich weiter, oder? Aber wir gehen direkt schon. Wir laufen gleich weiter. Ja, das sieht doch noch alles ganz ruhig und selig da aus bei denen. Noch ist, glaube ich, alles in Ordnung. Also ich bin gespannt, wie das zu diesen Fotos dann kommt, die wir gesehen haben. Aber man sagt ja, so ein Lauf kann ja auch so eine fast schon spirituelle Erfahrung sein und den Horizont erweitern. Bitteschön. Ja. Aha, ich verstehe noch nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Naja, also, es ist ja fast schon bewusstseinserweitern, was da mit Menschen ja. Aber vielleicht okay, hast du okay, da, aber was hat das denn jetzt damit ja, zu tun? Man könnte ja quasi, das ist ja, man ist ja da im Adrenalinrausch wie auf Droge, man ist ja... Hallo, jetzt! Komm, jetzt nimm noch, ja, nimm noch, Mensch. Ja, nimm noch auf. Okay, ja gut. Ja. Also, wir kommen zu unserem nächsten Gast und holen ihn jetzt sehr gerne rein. Ich bin sehr froh, dass er da ist. Er ist ein wahrer Fachmann für psychoaktive Substanzen, was das eigentlich ist und was er uns zu erzählen hat, das sehen wir jetzt. Herzlich willkommen, Dr. Christian Retsch. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Hallo. So, da ist ein wunderbarer Platz für schön. Dich. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen verschieben, dass Andreas hier nicht auf dem Zeug sitzt. So. Ah ja. Ja, so. Er soll es ja gemütlich haben. Wunderbar. So, schön, dass du da bist, Christian. Unsere Zuschauer da draußen, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der so ein bisschen da nicht so ganz liberal denkt. Aber kannst du diese Zuschauer mal aufklären, dass vielleicht auch die heute Morgen höchstwahrscheinlich schon psychoaktive Substanzen im weitesten Sinne zu sich genommen haben? Ja, wahrscheinlich. Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade.
sind alles psychoaktive Substanzen. Beim Kaffee vergessen die meisten Leute, dass es eigentlich eine Stimulanz ist wie Kokain. Bitte nochmal, das ist wie was? Es ist wie eine Stimulanz, wie Kokain. Und sind so dran gewöhnt, dass sie meistens süchtig sind und nicht mehr merken, dass eigentlich was mit dem Geist passiert, dass er wach wird und dass er vielleicht euphorisch wird und dass er Dinge besser wahrnehmen und bezeichnen kann und so weiter. Wenn du schon was dabei hast, können wir da vielleicht schon mal drauf zu sprechen kommen. Was hast du denn hier mitgenommen? Das ist ein Stück aus einer Ayahuasca-Liane. Ah ja. Vom Amazonas. Mhm. Ja, genau. Hier so ein Stück hier raus. Mhm. Und die Indianer, die die benutzen, sagen, das ist hier die Jaguar-Ayahuasca, weil das ist praktisch hier wie der Fußabdruck, die Ballen, okay. Fußballen vom Jaguar. Und damit enthält diese Liane die Kraft des Jaguars. Und das ist natürlich eine geistige Kraft. Und wenn man diese Liane jetzt in großer Menge zerstampft und auskocht und dann das Entscheidende, ein paar Blätter von einer anderen Pflanze, die heißt Chacruna, dazu gibt, dann wirkt dieser Trank einerseits körperlich mit so innerer Reinigung, das heißt Kotzen, Scheißen, Pissen und so, alles. Alles zusammen. Und sollte man nicht zu viel anhaben dann wahrscheinlich in dem Moment. Ja, das ist einem dann auch egal, aber und dann die Blätter haben einen Wirkstoff, der unglaubliche Visionen erzeugt. Das heißt also, dieser Ayahuasca-Trank, der nur von Schamanen hergestellt und benutzt wird für Heilungszwecke in erster Linie. Und der wirkt einmal auf den Körper, indem er alles in Gange bringt, was sich reinigen kann, und verbindet das mit Visionen, die man haben kann. Also zum Beispiel, was ich selbst erlebt habe, ich hatte so komischen Durchfall und so Magenschmerzen und so, und dann gab es abends Ayahuasca, das war in Kolumbien, und dann merke ich, dass das irgendwie immer unangenehmer wird im Bauch. Und dann bin ich vor die Hütte gegangen und musste unglaublich kotzen. Und in dem Augenblick, wo die Kotze aus meinem Mund kam, verwandelte sie sich in so ein Bündel von farbig schillernden Schlangen, die dann so im Dschungel verschwanden. Und damit war mir klar, ein ist aus meinem Körper raus. Und dann habe ich gedacht, okay, check ich mal, und bin durch meine eigene Speiseröhre in meinen Magen und mein Gedärm gereist. Mhm. Alles in diesem Zustand? Ja, das geht nur in dem Zustand. Ja. Und habe dann gesehen, dass hinter irgendeiner Darmwindung saß noch so eine Schlange und hat sich versteckt. Und dann habe ich das gesehen, und als ich sie entdeckt habe, habe ich sie dann wieder mit körperlicher Anstrengung rauskotzen können, und dann war es weg, und ich war wieder gesund. Also ist das nicht fürchterlich anstrengend, dann so eine ganze Prozedur? Oder? Das soll ja nicht wirklich auch erholsam sein. Das soll ja. Nein, das ist ja ein Heilmittel, und ja, das ist ja ein Heilritual, und das Ayahuasca ist keine Kickdroge, sondern das ist eine schamanische Substanz, die eine jahrtausendalte Tradition hat und die sehr erfolgreich bei verschiedensten Arten von Erkrankungen, also auch so undefinierbaren, gut wirkt. Und dadurch, dass man also sehr körperlich angesprochen wird, hat der Geist auch Möglichkeiten zu sehen, ob da irgendwelche Zusammenhänge zwischen irgendwelchen geistigen Strukturen und Krankenstellen im Körper sind. Und wenn man das dann selbst feststellen kann, selbst sehen kann, so visionär sieht man dann, was einem eigentlich das Leiden oder die Krankheit im eigenen Geiste beschert,
kann man sie erkennen und dadurch an der Heilung durch den Trank und durch das Ritual des Schamanen aktiv selbst daran teilnehmen, so dass man nicht einfach irgendwie, oh, was passiert jetzt und so, ja, sondern man wird gezwungen dazu, sich mit Bereichen im eigenen Geist oder im Bewusstsein zu beschäftigen, die vielleicht traumatische Inhalte gespeichert haben und so, an die man nicht richtig ran will. Aber der Trank, der durchbricht die Widerstände, die man dagegen hat, irgendwie so einen schön gebauten Zaun, um ja, das Trauma herum abzubauen und dann... Das hast du also bei dir auch schon selbst anwenden können und es hat dir selbst schon weiterhelfen können. Ja, ja, also total. Und, aber ist man da nicht dazu verleitet, dass man dann ständig bei jedem Kopfschmerzen oder so sagt, okay, ich tauche jetzt mal in die Drogenwelt ein, beziehungsweise nehme diese Substanzen zu mir, um die Ursache zu finden? Oder sagst du, naja, gut, nein, da also muss schon das, der Tag auch stimmen? Ja, nee, das geht auch schon um seriöse Sachen. Ja. Also irgendwie Kopfschmerzen, gut, wenn man Dauerkopfschmerzen hat oder Clusterkopfschmerzen, das ist ein gutes Beispiel, weil Clusterkopfschmerzen, die wahnsinnig schmerzhaft sind und für die man keine materielle Grundlage findet. Also bis heute weiß man nicht, wie die zustande kommen und so. Und da sind einige Leute, die das damit geplagt sind, die hatten mit Ayahuasca total Chance, an sich selbst, an ihrem psychischen Untergrund sozusagen zu arbeiten und Probleme, die sie einfach noch nicht bewältigt haben, nachzuspüren. Und also das ist keine Partydroge, ja, auf keinen Fall. Und das ist auch nichts wie, oh, lass uns mal was reinpfeifen. Das ist die völlig verkehrte Herangehensweise. Was wäre so eine Droge, wo man sagen könnte, die kann man sich einfach mal so reinpfeifen? Oder widerspricht das eigentlich generell, also deiner Einstellung? Also meiner Einstellung gegenüber widerspricht das ja sehr. Also einfach mal was reinpfeifen heißt für mich eigentlich null Bewusstsein haben. Ja. Und Leute, die sagen, oh ja, so wie hier vor der Sendung, hast du irgendwas mitgebracht, was wir uns jetzt reinpfeifen können? Da habe ich gedacht, oh scheiße, okay, ich bin im falschen Film. Ja, ja, feuer die mal. Ja, ich komm raus. Ja. Oder dann erzählt einer irgendwie, er hat das ganze Wochenende in angeblichem MDMA gestippt und irgendwann wundert er sich, dass er kotzen musste. Gut, also das ist ein typischer Fall von akuter Vergiftung, weil der keine blasse Ahnung davon hat, wie man so eine Substanz so verwendet, dass sie einem nützt. Mhm. Wir haben im Forum auch einen, der heißt Wind, und der hat ganz viele Fragen gestellt. Ich möchte eine Frage da mal raus vorlesen. Vielleicht kannst du die beantworten. Der heißt Wind, ja. Also das ist ja wohl ein Pseudonym, ne? Traut er sich wieder nicht, den eigenen Namen zu nennen? Ich weiß nicht, aber es ist gar nicht so schlimm, was er geschrieben hat. Er hat gefragt, was deine prägendste Erfahrung während eines Trips war, wenn du da eine raussuchen kannst. Ist das eine Live-Sendung? Ja. Also ihr könnt nichts rausschneiden. Aber hier wird alles gesagt. Okay, also eine der prägendsten Erlebnisse war vor 40 Jahren, da war ich so 20 ungefähr, mit LSD. Mhm. Eine sehr hohe Dosis, so 400-500 Mikrogramm. Also das ist eine Dosis, da muss man wirklich zu Hause an einem ganz sicheren Ort sein. Auf keinen Fall rausgehen und so. Musik gehört und plötzlich sah ich auf meinen Körper und von meinem Skelett tropfte so das verfaulende Fleisch ab und so. Und ich saß dann da so und guckte. Es hat mich überhaupt nicht erschreckt, sondern es hat mich verwundert. Also und neugierig gemacht, na, was passiert denn jetzt? Und dann saß ich da als Skelett.
Und dann hat so 3,5 Finger unter dem Bauchnabel, fing an, so ein kleines Feuer zu züngeln mit so kleinen Blitzen und so. Und das wurde immer mehr und das ging dann als ein Feuerschwall durch meinen Brustkorb in meinen Schädel und mein Schädel explodierte. Okay. Und alles war weißes Licht, war dann total golden und fantastisch, habe ich mich gefühlt, traumhaft. Und guckte auf meinen Körper und der war neugeboren, in goldener Haut und das war absolut gigantisch. Ja, man sieht schon, man muss da wahrscheinlich ein bisschen erfahren sein, sonst könnte sowas sich ja ganz schnell auch irgendwie in einen Bad Trip verwandeln. Also wenn man sieht, dass man zum... Ja, was soll denn Bad Trip überhaupt heißen? Gute Frage. Hast du schon mal was gehabt, wo du sagen würdest, das war ein Bad Trip, kein guter Trip, kein Trip, der mir irgendwas gebracht hat, sondern der mir eher irgendwie Angst gebracht hat? Also Leute, die Angsterfahrungen machen, haben eigentlich Glück, weil die können ihnen was über sich selbst sagen. Also dieser ganze Quatsch mit Bad Trips und Horrortrips und so ist eigentlich eine journalistische Erfindung, die allen Leuten inklusive der Öffentlichkeit aufgedrückt wird. Weil wenn man eine psychedelische Substanz genommen hat und man fängt an, seine Ängste kennenzulernen, hat man eine unglaubliche Chance, sich mit denen zu verbünden und zu sehen, warum die da sind und wofür und was die einem helfen und sagen können. Und das heißt, man kann solche Dinge total kreativ in sein eigenes Leben, in seinen eigenen Geist integrieren. Okay, also es gibt ja auch immer Leute, die dann irgendwie, wir sind ja sowieso immer sehr liberal hier bei NDA und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen, wir verharmlosen Drogen. Wie reagierst du darauf? Was sagst du darauf, wenn jemand sagt, du verharmlost Drogen? Dann frage ich ihn, was meinst du denn mit verharmlosen? Der kann dir nicht antworten dann. Nee, eben. Und damit ist die Sache erledigt. Ja. Du wolltest aber von einem Wind irgendwas fragen. Das war das, was dein prägendstes Erlebnis war. Ach so. Das klingt also, auf jeden Fall prägend. Also ich was hast du dafür dazu, Füße gezogen? Ich möchte dazu noch sagen, das prägendste ist falsch. Das war einprägend. Dieses Ranking, was in unserer Gesellschaft und Kultur gemacht wird, finde ich total bescheuert. Weil ich habe aus vielen, vielen bewusstseinserweiternden Erfahrungen unglaublich viel Prägendes gelernt und begriffen. Und was ich auch überhaupt nicht abkann, ist, wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblingsdroge? Also dann frage ich erstmal, was ist denn eine Droge? Und dann ist schon keine Antwort mehr da. Und damit hat sich das auch erübrigt. Weil die meisten Leute stellen unglaublich dumme Fragen. Man kann nämlich dumme Fragen stellen. Man weiß, und das Schlimme ist, man weiß nicht, dass die Frage dumm war. Ja, viele sind auch uninformiert, würde ich mal so sagen, in unserer Gesellschaft. Ja, da können sie ja meistens auch nichts dafür, weil wir leben in einem absoluten Information Overload mit tausenden Geschichten von tausend verschiedenen Medien. Das meiste in den Medien ist ja Propaganda. Für wen und was auch immer. Und ob es nur Propaganda ist für die Regierung oder Propaganda für ein Erfrischungsgetränk oder so, ist letztlich wurscht. Auf jeden Fall dienen die Medien eigentlich dazu, dass man ein gehirngewaschener Idiot und ein guter, braver Konsument und vor allen Dingen ein braver und pünktlicher Steuerzahler ist. Es ist ja so, dass skeptische oder kritische Menschen oft sagen, irgendwie, ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ich will da nicht drauf hängen bleiben. Was ist da eigentlich dran an diesem darauf hängen bleiben? Ist da was dran? Da ist nichts dran. Erstens, wenn die Leute sagen, sie haben Angst, dann sollen sie auf jeden Fall die Finger davon lassen. Das ist der größte Fehler, zu glauben, man muss das machen oder in so irgendwelchen Gruppenzwangssituationen. Das ist total falsch. Ich kann auch nur alle Leute warnen, lasst bloß die Finger von psychoaktiven Substanzen. Das kann gefährlich sein und nach hinten losgehen. Inwiefern? Es sei denn, ihr wollt es wirklich
Und sich darüber bewusst zu werden, was das eigentlich bedeutet, etwas wirklich wollen, das ist die Voraussetzung, um überhaupt mit solchen starken Werkzeugen zu operieren. Du sagst ja auch gerne, dass man durch solche Substanzen zu sich selbst findet und irgendwo oder über sich selbst etwas lernt und über die Welt etwas lernt. Ja, aber und viele sagen ja auch zu sich selbst finden. Wie oft kann man sich denn selbst finden? Also ist es dann nicht irgendwann vorbei nach dem 10., 12. Trip? Hat man da nicht schon irgendwie sich gesehen und sagt dann alles klar? Ciao. Ja, aber man ist ja ein unglaublich überbordener Born an Erinnerungen und Bildern. Und ich mache das zum Beispiel so, heutzutage, wenn ich so eine Erfahrung mache, dann inspiriert mich das zur Malerei. Und das machen viele kreative Leute, dass sie sich dadurch inspirieren lassen, wenn sie ihren ganzen psychischen Müll mal beseitigt haben. Wobei, das kann auch sehr, sehr hartnäckig sein. Also es gibt auch Leute, die nehmen ihr ganzes Leben jedes Wochenende einen Trip und haben nichts geschnallt. Also das gibt's auch. Auch nicht empfehlenswert. Nee, ja, das ist völliger Quatsch. Darf ich dir noch einen Vorschlag machen? Und zwar, eigentlich hatten wir nämlich ein kleines Spielchen geplant mit unserem Andi. Jetzt haben wir aber keine Zeit mehr. Kannst du noch 5 Minuten länger bleiben, dass wir danach noch kurz auf Periscope das kleine Spiel spielen? Wärst du da noch dabei? Das heißt, du müsstest jetzt noch ungefähr 10 Minuten hier im Haus bleiben. Ja, sollte ich das nicht noch zeigen? Das kannst du wahrscheinlich auch im Periscope zeigen, weil wir tatsächlich weitergehen müssen. Schade, weil das hat was hiermit zu tun. Ach so. Ich kenn und das außerdem wolltest du noch meine Enzyklopädie zeigen. Selbstverständlich wollte ich die noch zeigen. Wer sich nämlich für dieses Thema interessiert, der muss sich dieses Buch hier kaufen. So, hier können wir es nochmal zeigen. Christian Retsch, Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen. Vielleicht findet ihr auch in eurem Vorgarten irgendwas, bestimmt, das psychoaktiv wirkt. Garantiert. Das müssen wir da auch mal machen. Wir hatten mal Jürgen Feder hier, einen Botaniker. Mit dem sind wir dann Altona Balkon gegangen und haben ein paar Pflanzen gesammelt. Vielleicht gehen wir nächstes Mal dann auch zusammen mit dir psychoaktive Substanzen sammeln. Wäre das nicht was? Ich glaube nicht, dass ich das mache. Gut, dann machen wir das alleine. So, Andreas, willst du noch was sagen, was jetzt als nächstes dran kommt? Ja, wir gucken gleich natürlich in den zweiten Teil rein, wie es Uke und Gunnar da ergangen ist. Und ich kann schon so viel verraten, es wird auf jeden Fall blutig bei den Jungs. Fantastisch, da freuen wir uns drauf. Danke, Christian, dass du da warst. Kauft alle Bücher dieses Mannes. Du kannst auch kurz sitzen gerne bleiben. Ach so, ich kann denn auch jetzt bleiben. Verabschiedet die neue Deutsche Celle uns erstmal in die Werbung. Dann sind wir wieder zurück. Bis gleich. Ich glaube, wir müssen in die Werbung. Bro, hast du noch ein bisschen LSO? Das ist der neue Scheiß. Ich werd sofort high. Ich schwimm auf nem Hai. Direkt an dir vorbei. Hai. Ich schwimm auf nem Hai. Direkt bei dir vorbei. Direkt bei dir vorbei. Ich bin so high. Hi, 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 direkt bei dir vorbei, vorbei, bye, bye. Denn ich bin Drogen, niemals im Leben, Drogen sind schlecht, das echte Leben ist wunderschön, Drogen sind böse und schlecht für dich. Keine Drogen, Drogen sind schlecht. Sauf das!
Sorry. Fantastisch! Alkohol ist die schlimmste Droge von allen, Hannes. Vielen Dank an die neue deutsche Stelle. Ganz fantastisch hier, Hannes und Felix. Wunderbar. Die Stimmung kocht so langsam auf, weil gleich spielt hier noch Spiegelblick live. Spiegelblick live hier bei NDA. Ich freue mich schon drauf. Aber Andreas, vorher müssen wir noch eine andere Sache abhaken. Ja, also die Aufgabe war eigentlich relativ klar. 24 Stunden Zeit für 100 Kilometer. Uke, Gunnar und Gunnars Bruder, der wirklich 1:1 aussieht wie Gunnar, haben es versucht. Der aller Anfang ist schwer, das haben sie hinter sich gebracht. Ob sie es geschafft haben, sehen wir jetzt. Was haben wir denn gerade eben gegessen? Oh, wir haben gespeist, du. Oh Gott, war das lecker. Und wie weit ist jetzt zur nächsten Station? Jetzt nur noch 28 Kilometer, 26, wie viele Kilometer? Ja, nur noch 28, was? 16 und noch mal 8 mehr. Es wird langsam dunkel. Ja, also ich kann die Karte nicht mehr lesen. Ich bin ein bisschen sauer. Ich wäre gerade gerne eine Beefy holen gegangen. Ah ja. Hätten wir 5 Minuten mit verloren. Und Gunnar sagt, nein, wir müssen weiter, Ja. Aber jetzt gibt es doch Ibuprofen. Ja, aber das wird man doch nicht. Das ist doch auf nüchternen Magen gar nicht gut. Ich habe auch keinen nüchternen Magen. Du hast doch auch gerade was gegessen. Ja, diesen einen Müsli-Riegel. Okay, weiter geht's. Wo laufen wir lang? An der Ecke ist ein Imbiss. Okay, wie geht's dir? Es ist jetzt kurz vor 12. Ich sag mal so, weil ich ja keine Beefy gekriegt habe, habe ich dann diesen Pommes-Döner gegessen. Und das war nicht so schlau. Das ist jetzt, also ich habe ein bisschen Magenschmerzen. Wir haben es geschafft, gleich gibt es wieder Bananen, Müsli, Wasser, was noch? Milchbrötchen. Und vielleicht setzen wir uns kurz hin, oder? Super krass. 44 Kilometer. Au! Au! Oh, Dino macht den Prosecco auf. Der stürzt mir erstmal drauf an. Kleinen Prosecco, ne? Du musst die Feste so feiern, wie sie kommen. 44 Kilometer. Uke, wie geht's dir denn? Das Ding ist, bevor ich mich hingesetzt habe, war das eigentlich, ging so. Jetzt kann ich kaum noch laufen. Ja. Ich fahre die ganze Zeit dafür, dass wir einfach durchlaufen. Das stimmt doch nicht. Doch. Wirklich? Die nächste Station ist nur 14 Kilometer entfernt. 40 Kilometer nur. Ja, wir los, melden uns wieder, ne? Wir gehen mal weiter. Ja. Komm schon. Ah. Aua. Ich kann nicht mehr. Ihr seid raus, oder? Ich bin bei Kilometer 50 sind wir. Uke, warte doch mal. Ich kann nicht so schnell laufen mehr. Tschüss, Timo. Es war sehr schön mit dir. Tschüss. Wir schaffen es bis zum nächsten Jahr, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr wart ein gutes Team. Ihr seid ein gutes Team. Wir schaffen es nächstes Jahr besser. Viel Erfolg. Tschüss. Jetzt gehen wir in die S-Bahn, oder was? Ich kann mich gar nicht mehr laufen. Und wer hätte das gedacht, dass ich der bin, der am meisten schlapp macht? Ich sag mal, mir geht's eigentlich ziemlich gut wieder. Sag das doch nicht so laut. Es ist nur eben diese Bauchschmerzen. Meine Sehnen, ey. Wenn ihr mich nur hättet die Beefy essen lassen.
Nee. Kurz zum Kiosk, ne? Ja. Hör doch nicht auf. Ich habe auch kein Ticket jetzt. Aber ich kann nicht mit mir fahren. Aber ich kann dich ja nicht alleine fahren lassen. Nee, ich will mit dir zu Hause, zu dir nach Hause. Ja. Treppe in den vierten Stock. War es vom Mammutmarsch von Ukunmir? Es war sehr schön. Würdest du das empfehlen? Ja, sollte jeder mal gemacht haben. Es macht sehr viel Spaß. Auch immer ruhig 100 Kilometer laufen. Ja, 100 Kilometer auf jeden Fall. Und gönnt euch auch ruhig was beim Imbiss. Ihr habt es euch verdient. Tschüss. Au. Wie geht's dir, Gunnar? Ich kann mich doch nicht mehr. Ob ich dir empfehlen würde, an einem 100-Kilometer-Marsch teilzunehmen? Wenn du fit bist, gut zu Fuß und eine Herausforderung suchst, die dein Leben für immer verändern sollte, dann würde ich dir sagen, bist du bescheuert? Mach das auf keinen Fall, das ist viel zu krass. Ganz fantastisch. Da tut er einem schon so ein bisschen leid, ne, der kleine Gunnar? Mit seinen verletzten Füßchen? Ja, also, habe auf jeden Fall keine Lust, nochmal laufen zu gehen heute, ne? Ja, so, ihr schreibt auch wunderbar sehr viele Herzen. Wollte ich schon sagen, es ist kein einziges Herz zu sehen. Aber hier, die Leute sind glücklich, Leute sind froh und wir wollen jetzt noch glücklicher und noch froher werden. Und das können wir nur, wenn wir uns einen Song von Spiegelblick anhören. Und das tun wir jetzt. Hier sind sie mit ihrem Song Keine Wolken. Wolken. Wir sind Spiegelblick. Wir nehmen keine Ayahuasca. So, so. Moment, das ist kein Gold. Sag mir, wie das dann enden soll. Aha. Konsum liegt überall. Nein, 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 das kann doch nicht sein. Keine Wolken mehr, keine Wolken mehr. Alles brennt, Sonne raussteigt auf. Keine Wolken mehr, keine Wolken mehr. Und wenn das alles dir bald nicht mehr ist, wenn diese Stadt deiner Wüste entspricht, werde alte Monumente begraben, öffne zum Verbrauchtes uns neue Phasen. Ja, wenn das alles hier bald nicht da ist, ja, ja, wir legen Feuer bis ins kleinste Detail. Ja, 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 alles kurz vor dem Fall. Keine Wolken mehr, keine Wolken mehr. Alles brennt und der Rauch steigt auf. Keine Wolken mehr, keine Wolken mehr. Und wenn das alles sehr bald nicht mehr ist, wenn diese Stadt einer Wüste entspricht, werden alte Monumente begraben. Öffnet so verbrauchtes
lassen. Ja, wenn das alles hier bald nicht mehr ist. Und wenn das alles hier bald nicht mehr ist. Wenn diese Stadt einer Wüste entspricht. Werde alte Monumente begraben, öffnet so Verbrauchtes uns neue Phase. Ja, wenn das alles hier bald nicht mehr ist. Tschum. Sehr schön, wunderbar. Spiegelblick war das. Kauft euch diese CD. Folgt den Jungs auf allen Kanälen, wo das auch nur geht. Ich bin Fan. So, nächste Woche geht's knallhart hier weiter mit NDA. Andreas, right? Ja. Und ihr könnt dabei sein. Also wir sind auf dem Klimansland am 18.07. Bringt nicht nur euch mit, sondern bringt auch euren alten Kram mit. Denn wir spielen natürlich Altes für ein Kaltes. Ihr kriegt dafür ein erfrischendes PET-Kaltgetränk, wie unser Producer immer so schön sagt. kommt aufs Klimansland, geht nochmal auf den Link, den wir vorhin eingeblendet haben. Verfolgt unsere Social-Media-Kanäle und dann sehen wir uns live. Wunderbar, wahrscheinlich wird auch Julia Krüger da sein, Hauke ist natürlich auch da. Vielen Dank nochmal an Dr. Christian Retsch für deinen Besuch. Vielen Dank an Paul Ripke für deinen Besuch. Es war eine ganz tolle Sendung, ihr könnt nochmal auf Hashtag NDA auf Twitter schreiben, wie ihr diese Sendung fandet, auf YouTube einen Like geben und Kommentare schreiben. Alles, was man eben so macht. Jetzt kommt erstmal eine kleine Reportage von Gunnar, der hat Maussports begleitet, zusammen mit Flo. Und danach gibt's den Beanstag. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Ciao! Ciao!